verzweifelndes Gartenjahr 2024, richtig viel Regen und eine enorme Schneckenplage bei sehr vielen Leuten. Dabei wird dann die ganze Trickkiste ausgekramt, von harmlosen biologischen Sachen bis hin zu selbstzerstörerischen Aktionen, wie zum Beispiel mit der Vaseline und dem Salz. Besonders das Salz und die Schere sorgen für sehr viel Trubel in Social Media Kanälen. In solchen Gruppen braucht man jetzt nicht erzählen, dass ein Garten für die Therapie reicht. Braucht man wahrscheinlich schon eine Therapie wegen dem Garten. Natürlich bauen wir in unseren Gärten Obst und Gemüse für uns an und nicht für die schleimigen Kriecher. Allerdings neigen wir gerne dazu, die schnellen Lösungen zu nehmen und dann meist nur die Symptome zu behandeln und langfristig das Problem eigentlich nur zu verschlimmern. Letztlich schieben wir die Lösung für die Ursachenbeseitigung weiter auf die lange Bank. Eine Lösung, um die Ursache zu beseitigen, ist das Licht ausmachen. Nein, nicht so. Nicht die Nacht zum Tag machen, sondern Licht aus im Garten, Nachtruhe. In der Dunkelheit lauern nützliche Tiere, die halt nachts besser aktiv sind und sich besser orientieren können. Darunter der gute alte Freund Miguel. Man könnte meinen, es ist ein Igel, aber es ist Miguel. Oder die etwas selteneren Glühwürmchen, die auch Schnecken auf dem Speiseplan haben. Die Larven sind äußerst gefräßig und orientieren sich an der Schleimspur der Schnecke und schlagen dann mit ihren Giftspitzen zu. Bis Ende Juli ist die Paarung der Insekten abgeschlossen und das Weibchen legt dann gut 100 bis 200 Eier. Darauf folgend stirbt dann das Weibchen und 4 Wochen später schlüpfen dann die Larven. Die braunen Larven werden dann ca. 0,25 cm lang und brauchen gut 3 bis 4 Jahre, bis sie ausgewachsen sind. Was lockt jetzt dieses Tierchen an? Steinhaufen, Totholzhecken, magere Wiesen, Trockenmauern, offene Flächen, eigentlich genau das, was ich ja in meinen Videos immer wieder euch sagen möchte, wenn es um Schädlingsbekämpfung geht, und zwar einen natürlichen Garten anlegen, der auch verwilderte Ecken hat, wo halt du einfach sehr viel Lebensräume hast. Natürlich jetzt bei dem Glühwürmchen auch der Aspekt, dass halt einfach mal Licht ausgemacht wird. Diese Lichtverschmutzung ist schon ein enormes Problem bei uns in der Gesellschaft, besonders dann bei den nachtaktiven Tieren und Insekten, die dann enormen Schaden davon tragen können, aber natürlich auch für uns Menschen. Wir sind ein Teil der Natur und wir sind tagaktiv und wir sollten nicht die Nacht zum Tag machen. Das hat auch schon gesundheitliche Folgen dadurch. Es gibt einen Haufen Nützlinge, die halt dann auch erst nachts aktiv werden, die aber auch sehr hilfreich für uns im Garten sind. Der Igel, der Maulwurf, Spitzmäuse, die auch Schnecken fressen können. Der Maulwurf, der sogar neben den Schnecken auch Engerlinge auffrisst. Eulen, wunderbare Jäger gegen Wühlmäuse zum Beispiel. Fledermäuse und Nachtfalter. So, was du jetzt konkret machen kannst, ist ziemlich simpel. Und zwar halt einfach, wenn es dunkel wird, Licht ausmachen. Und falls du halt wirklich an die Nacht mal den Garten betreten solltest, um zum Beispiel jetzt nach Schnecken zu suchen, dann ist halt so schnell wie möglich zu machen. Und sonst halt die ganzen Aufgaben halt schon einfach unter dem Tag erledigen, dass du dann auch einfach nicht mehr in den Garten musst und vielleicht auch Lampen hast, die von alleine abstellen oder beziehungsweise die du auch dann selbst abstellen kannst. Eine andere Lichtquelle, die bei uns in den Garten reinkommt, ist jetzt zum Beispiel von den Straßenlaternen. Da hat schon die Gemeinde schon einige abgestellt, um halt über die Nacht ein bisschen Strom zu sparen. Ist auch ein bisschen unnötig, dass die ganze Nacht laufen. Aber wenn es zum Beispiel bei euch nicht der Fall ist, dann kann man vielleicht mit der Gemeinde reden, um einfach so, aufzuzeigen, dass halt vielleicht an manchen Stellen es nicht so wichtig ist, die Lichter leuchten zu lassen, aber es dann doch wertvoll ist für viele nachtaktive Tiere. Welche weiteren Nützlinge gibt es noch, die dir bei den Schneckenproblemen helfen können? Die schwarzgestreifte Nacktschnecke, der Tigerschnecke, ist ein zweischneidiges Schwert. Der frisst halt einen Teil vom Gelege der invasiven Nacktschnecken zum Beispiel, frisst aber natürlich auch deine Pflanzen. Dann gibt es einige Laufkäferarten, die auch die Schneckeneier fressen. Reptilien auch besonders wertvoll im Garten. Blindschleichen, Erdkröten, Gras- und Teichfrösche. Und du kannst froh sein, falls du in Deutschland lebst. In tropischen Gefilden sind die Schlangen ein bisschen größer und können auch giftiger sein. Dann gibt es noch die Hornfliegenlarven, Tausendfüßler und es gibt auch einige Vogelarten, die Schnecken auf dem Speiseplan haben und auch Nutztiere, zum Beispiel Laufenten oder auch Hühner,
die zum Beispiel im Herbst, wenn du sie auf dem Kompost oder in die Beete laufen lässt, den Boden ein bisschen auffüllen und aufschauen und da auch die Eier rauspicken können. Wie du sehen kannst, gibt es ja eigentlich eine große Bandbreite an Nützlinge. Problem ist halt nur, die Leute bekommen es halt in ihrem Garten vielleicht nicht ganz so umgesetzt, dass man halt einen natürlicheren Garten haben und dass halt die Nützlinge sich auch ansiedeln. Wertvolle Elemente sind zum Beispiel Wildblumenwiese, Magerwiesen, die jetzt auch zum Beispiel nicht im Herbst komplett platt gemäht wird, damit du einen ordentlich schön gemähten Garten hast, der dann über den Herbst schön aufgeräumt ist, sondern lass den einfach mal bis zum Frühjahr stehen. Da verkriechen sich sehr viele Insekten, brauchen einen Unterschlupf für den Winter. Fahre auch nicht das Laub weg, sondern nutze es auch bei dir im Garten. Irgendwo in der Ecke mit in den Kompost rein, einen Laubhaufen machen oder als Mulchmaterial. Erhöhe deine Pflanzenvielfalt, damit auch mehr spezialisierte Insekten zu diesen Pflanzen kommen. Du kannst ja hier wunderbar Mischkulturen nutzen mit Kulturpflanzen, aber auch mit Blühpflanzen, die sich gegenseitig unterstützen. Ein ganzes Video zu wertvollen Mischkulturpartnern habe ich auch gemacht, werde ich hier oben hier beim i verlinken oder unten in der Videobeschreibung. Steinhaufen, Trockenmauer, Totholzhecken, vielleicht hast du die Möglichkeiten, Sandflächen anzulegen, Pflanzbäume, leg auch Hecken an, damit die Vögel zum Beispiel auch was haben. Genau, bei den Hecken jetzt nicht unbedingt Thuja oder Kirschlorbeer und bei den Bäumen auch wirklich bitte auf den Platz drauf achten, wenn du dir jetzt spezielle Obstbäume holen möchtest und auch auf einen guten Schnitt achten, damit die auch richtig alt werden. Weg mit dem Rasenmäher, lieber eine Sense nutzen, schön aus der Hüfte, ein bisschen Sport machen und weg mit dem Mähroboter, besonders wenn der in der Nacht aktiv ist. Der Igel hat da keinen Spaß dran. Und es gibt auch verschiedene Teicharten, dass du zum Beispiel auch die ganzen Frösche und Kröten anlocken kannst. Und mit den ganzen Sachen wirst du eine Explosion der Artenvielfalt irgendwann erzeugen. Und immer mehr wird sich auch ein natürliches Gleichgewicht bei dir ansiedeln. Wichtig dabei zu erwähnen ist, dass es ein sehr langer Prozess ist. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen gehen oder in den nächsten Wochen. Das wirst du halt stückweise aufbauen über die Jahre hinweg. Dann wird es halt mit jedem Jahr besser. Und es ist halt sehr wichtig, dass du jetzt schon mal damit anfangen kannst und kannst halt dann kurzfristige Sachen nutzen, um halt die Schnecken kurzfristig von deinem Gemüse wegzulocken, damit du halt auch etwas ernten kannst. Aber ich würde halt langfristig drauf schauen, dass du die Nützlinge aufbaust, damit halt diese Plagen nicht mehr so stark sind, weil ich habe jetzt momentan bei mir weniger Probleme mit den Schneckenplagen. Ich kann einiges ernten, kann auch recht gut ernten. Bin halt in diesem Jahr ziemlich zufrieden. Und das, weil ich die Jahre davor ziemlich viel darin investiert habe, um die Artenvielfalt und die Nützlinge bei mir zu erhöhen und zu fördern. So spare ich mir Zeit und kann dann andere sinnstiftendere Aufgaben übernehmen. Und ich habe dann einfach draußen Helfer, die das schon als ihren Lebenssinn mit integriert haben. Zum Beispiel, dass halt dann Tiere da sind, die halt Schnecken fressen. Die machen das halt einfach. Muss ich nicht eingreifen. Kann was anderes machen. Zum Beispiel trainieren, ein Unternehmen aufbauen, malen, zeichnen, keine Ahnung. Was ist deine Lebensaufgabe? Schreib es mir mal in die Kommentare. Jetzt zum Schluss werde ich nur noch weitere Videos verlinken, die dir helfen können, einen naturnahen Garten anlegen zu können, damit du halt immer weiter ein natürliches Gleichgewicht aufbauen kannst und du dich da ein bisschen mehr zurückziehen kannst und auch weniger Stress und Verzweiflung hast durch die Schnecken, die alles wegfressen. Gerne auch den Kanal kostenlos abonnieren und nicht vergessen, auf die Glocke zu drücken, damit du solche Videos dann nicht mehr verpasst. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg bei dir im Garten. Nicht verzweifeln. Nächstes Jahr ist ein neues Jahr.